Hallöle, willkommen zur sechsten Folge Visage. Wir hatten eine kleine Unterbrechung mit den Folgen. Ich musste ein bisschen runterkommen. Die letzten zwei, drei Folgen haben mich so mental gebrochen. Da hatte ich einfach keinen Bock auf das Spiel, bin ich ehrlich. Aber ich bin wieder back. Ich habe jetzt auch mal ganz kurz nochmal offline hier schnell nochmal den Stromraum aufgemacht. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, war der natürlich wieder zu, weil ich zu dumm war und gestorben bin. Aber ich habe jetzt alles abgespeichert, alles easy, den Stromraum haben wir jetzt. Eventuell liegt hier sogar noch irgendwo ein Feuerzeug. Da, Adlerauge Scabbard, zack. Glühbirnen checke ich ehrlich nicht so ganz. Aber. Leute, ich dachte, ich habe schon jemanden gehört. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Und wir haben wieder Licht. Das ist ganz wichtig. Wir haben wieder Licht. Ich muss ganz kurz überlegen, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Wir haben das Messer geholt. Okay. Wir haben das Messer letztes Mal geholt. Ah, lol, kommt man hier gar nicht rein? Lol, da kommt man gar nicht rein. Okay. Wir haben das Messer geholt. Was könnten wir denn machen? Ah, oh, ich weiß, ich weiß. Scabbard wieder Dings. Kein Alzheimer. Wir müssen den Tee von Dolores holen. Den Tee von Dolores. Und der befindet sich auf dem Dachboden. Da. Den roten Faden habe ich wieder. Und jetzt geht's ab. Ich hoffe, es wird einfach klappen, diese Runde. Also, weil die letzten Runden, Digga, da war ein bisschen. Ui. Ui. Das kennen wir auch schon. Da atmet wieder Dolores in diesem komischen. Keine Ahnung, was das hier ist. Ein Kloster oder so. Oder Exorzismus, das könnte auch sein. Okay, hier kann man kein Feuerzeug anmachen. Bring mir mein Kind zurück, das sagt sie, glaube ich, schon zum 500. Mal. Aber das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Wir müssen auf jeden Fall auf den Dachboden, habe ich, glaube ich. Weil die meinten, ich glaube, die meinte ja auch irgendwas auf dem Dachboden. Okay, irgendwas ist runtergefallen. Nicht so geil. So, ich würde sagen, wir müssen auf den Dachboden. Okay, die ist nicht hier. Oh, Mann. Nachbar Dolores, Hallöchen. Das. Oh, cool, was habe ich gemacht? Oh, ich habe interagieren gemacht. Auf einmal ist das passiert. Okay, aber hier in diesem Haus funktionieren echt wenig Lichter, muss ich sagen. Hier funktioniert echt wenig. Ja, vermeide es zu lange im Dunkeln zu sein. Ja. Hier ist schon wieder hell. Hier funktioniert es auch nicht. Das kleine Licht funktioniert, aber das hier funktioniert alles nicht. So, wir müssen auf den Dachboden. Wir müssen auf Dachboden, das weiß ich. Dachboden war hier, glaube ich, oder? Irgendwo hier? Da. Da. Okay, da brauchen wir, glaube ich, die Stange, oder? Können wir die nicht nehmen? Ach so. Ah. Hä? Stranger Things! Stranger Things! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie bei Stranger Things! Heilige Banane! Ja, mach mal das hier jetzt. Ja, da ist er. Da ist er. Können wir hier kein Licht anmachen? Einfach ehrlich. Einfach Stranger Things. Egal. Hops. Hops hoch. So, jetzt müssen wir hier irgendwo einen leckeren Tee finden. Haben wir hier eventuell irgendwo Licht? Weil hier ist es ein bisschen gruselig. Hier muss irgendwo ein Tee liegen. Oh, bestimmt hier. Was ist das denn überhaupt für ein Bild, Digga? Das sieht aus ein bisschen hier wie so ein Geist. Digga, wer hängt denn solche Lichter auf? Oh, ich dachte gerade, das geht nicht mehr. Hier vielleicht? Lol, wir haben das aufgemacht. Spezialtee! Wir haben's! Wir haben's! Easy peasy. Und jetzt können wir runter. Und jetzt müssen wir zurück zu Dolores. Scar war einfach genial, Digga. Ich bin einfach ein Genius. Einfach ein Genius. Okay, wie mache ich jetzt die Treppe weg, damit ich da wieder hochkomme? Aha. Das funktioniert hier alles wie am Schnürchen. So, kann ich hier irgendwo. Ach, hier ist ein Licht. Ah, super. Es funktioniert. Es läuft. Es läuft. Wo war nochmal Dolores? Jetzt muss ich wieder überlegen. Wie komme ich nochmal jetzt zu Dolores? Das war ja im Keller. Ich glaube hier lang. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube hier lang. Ich bin halt noch komplett. Was die Map angeht, da bin ich komplett lost. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Zumindest weiß ich jetzt, wie man in den Keller kommt und wie man wieder hochkommt. Also so durch dieses Löchlein da springen und hier durch diese Tür laufen. Aber viel mehr weiß ich nicht.
Viel mehr weiß ich nicht, aber das reicht ja erstmal. So, Dolores, ich bring dir jetzt den leckeren Tee. War das überhaupt hier unten? Ich weiß gerade gar nicht, ob das wirklich hier unten war. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber wir probieren mal aus. Was war denn da? Wir probieren mal einfach ein bisschen aus. Was ist hier? Hier ist gar nichts, okay. Wir probieren mal diesen Spiegel da vorne. Jetzt ist halt die Frage, wo war nochmal Dolores mit ihrem leckeren Tee? Ich glaube hier. Oder hier war was anderes. Okay, nee. Da auf jeden Fall nicht. Was ist das denn überhaupt? Auch von Stranger Things, ne? Ja, haben die sich alles abgeguckt. Haben die sich alles abgeguckt hier. Stranger Things ist ja auch nicht vor einer Woche erst rausgekommen. So, wo könnt... Hier? Ne, hier war was anderes, ne? Ne, hier war was komplett anderes. So, wir müssen jetzt nur diesen... ein Spiegel finden, wo Dolores war. Oder war der vielleicht sogar oben? Also, kann ich das nicht anmachen? Okay. Keine Ahnung. Bin am Überlegen. Was ist hier oben? Hier ist... Oh, Pille. Oh, lol, Digga, nice. Die Glühbirne machen wir mal weg, Digga. Habe ich eh noch nie benutzt in meinem Leben, glaube ich. Und dafür nehmen wir... Ah, fuck, Digga, trotzdem voll. Ah, nee, doch nicht. Jetzt. Ha! Ha! Digga! Ich bin so ein Sparfuchs einfach. So ein Sparfuchs. So, wo war denn jetzt diese Dolores? Oder die war oben? War die oben? Das macht doch keinen Sinn, oder? Das macht doch keinen Sinn, dass die oben war. Okay, das ist jetzt wieder so eine kleine Sache, die... Aber ich weiß schon zumindest, was wir machen müssen. Was war hier? Ich glaube, da oben war... Was war denn da nochmal? Mit dem Kompass? Eventuell dieser Kompass. Aber da konnten wir, glaube ich, noch nichts machen. Aber da war, glaube ich, auch eine Truhe. Ja, okay, das war hier der Kompass. Aber wir müssen zu Dolores jetzt erstmal. Okay, ne, hier war sonst nix. Du kannst das hier nicht verwenden. Okay, hier kann man, da ist dieser Kompass. Den werden wir auch noch brauchen. Dann heißt das, die war in einem anderen Stock. Aber wo? Im ersten Stock war einmal das mit dem Bilderrätsel. Das war ja unser erstes Rätsel. Dann ist dieser eine Spiegel mit der Tür. Und dann gab es eigentlich nicht mehr viel. Also hier ist sie auf jeden Fall nicht gewesen. Das heißt, wir müssen da nochmal runter. Knifflig. Knifflig gerade. So, runter da. Hopp, hopp. Oh, das dauert immer so lange. Hol mir bitte mein Kind zurück. Och, Digga, da guckt der extra nochmal hoch und runter. Und jetzt komm. Komm, sag doch mal, hol mir mein Kind zurück. Diesmal nicht? Diesmal nicht? Okay. Okay, merke ich mir. So, was ist denn hier oben so Schönes? Hallöle, jemand hier zu Hause? Was ist hier so Schönes? Haben wir hier Licht? Natürlich haben wir hier kein Licht. Was denn sonst? Hier ist es ziemlich dunkel. Ah, hier kommt... Ah! Okay, von hier kommen wir in die... Oh, cool, weil ich muss mal Tabletten schlucken. Diabetes. Ne? Den Blutzucker wieder ein bisschen senken, ne? Ganz wichtig. Hier ist dieses... LOL. Das war vorher nicht so. Können wir dich mit... Also diese Stellung ist nicht so ganz gesund, mein Freund. Ja, sein Kopf ist einfach... 90% von seinem Körper. Du brauchst beide Hände, um diese Aktion. Och, meine Fresse. Ja, dann pack das doch mal weg hier. Was ist, wenn wir das jetzt einfach fallen lassen? Aber eigentlich will ich das nicht fallen lassen. Aber machen wir mal. Ja, wie mache ich das eigentlich? Kann ich das Baby jetzt mitnehmen? Wir haben das Baby. Oh, ist das hässlich. Oh mein Gott. Das sieht so ein bisschen aus wie ich. Oder Knossi. Oder... Wir haben einfach das Baby. Wir können ihr das Baby jetzt geben. Oh, cool. War, bitte greift die mich jetzt nicht an. Also, wenn die mich jetzt angreift, dann tötet... Hä? Ach, da lang. Der hat komplett Orientierung gerade verloren.
Haben wir es schon geschafft? Es kann doch nicht sein, da ist doch noch dieser Kompass und alles. Boah, Digga, ich glaube, die ballert uns jetzt. Ey, Baby, ich hab das Kind. Nimm mal. Einfach mal durchs Gitter geben, ne? Durchs Gitter mal so. Ne? Wie kommt ein Leprakranker durch den Zaun? Über den Zaun? Stück für Stück, ne? Kurz ablenken, damit kein Jumpscare kommt. Digga, was heult die denn? Jesus ist weg! Jesus! Jesus ist weg! Oh, Kurva, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt kommt was. Dolores? Funktioniert hier nicht, okay. Ah, ja! Die hat zwar ihr Kind, aber sie will ja noch den Tee. Das habe ich vergessen, scheiße. Der Tee ist ja noch ganz wichtig. Oh, okay, aber ein bisschen... Oh, Alter, wie komm... Was ist denn heute hier los? Das läuft ja! So, wir holen uns erstmal wieder von diesem... Da, wo wir das Baby weggelassen haben. Uns mal wieder kurz die Tablettgas. Ah, die liegen da noch. Wichtig und richtig. Geh mal her hier. Die brauche ich. Dankeschön. Ne? Ganz wichtig. So, Licht mal kurz aus. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wo kommt man denn hier hin? Wo sind wir denn hier, Alter? Ach so. Was ist hier? Hier ist, glaube ich, dieser Abstellraum, ne? Ja, genau. Hier ist dieser Abstellraum. Hier passiert nichts. Jemand da? Deine Hände sind voll. Och, Digga. Immer diese Hände. So, wir schlucken. Wie ist da? Die chillt da irgendwo. Hallo, bist du hier? Soll ich dich rauslassen? Das klemmt. Okay, es klemmt. Das geht nicht. Tablettgas. Ich brauche eine Tablettka. Eine Tablettka, wichtig und richtig. Oh, noch mehr Tabletten. Oh, Digga, geil. Die spawnen jetzt einfach. Die Tablettki spawnen jetzt einfach. Was eigentlich mit diesem Babyfon? Brauchen wir das? Oh, die heult mit dem Baby zusammen. Richtige Lappen, ey. Richtige Lappen. Okay, was ist denn hier so Schönes? Wo war denn nochmal Dolores? Wo war ihr Tee? Wo wollte sie den Tee denn nochmal haben? Das ist hier gerade die wichtige Frage. Wo ist dieser Tee? Hier, hallo? Ein Tee, ich habe einen Tee für dich. Dolorca, komm mal her hier. Hm, oder war das oben? Also unten haben wir jetzt eigentlich alles abgeklappert. Dann müsste das ja eigentlich oben sein. Was passiert? Hallo? Tabletka? Dolores? Haben wir irgendwas Neues hier für Baby? Wir müssen ja hier diese Spielzeuge ranbringen, aber wir haben noch... Okay, nee, wir haben noch nichts. Ist hier irgendwas Neues? Hier sind neue Kassetten. Nee, Kassetten haben wir da reingepackt. Was ist damit, ey? Kriegen wir das irgendwie auf? Nee, das werden wir später erst aufbekommen. Okay. Ja, Digga. Gut, dass ich Stromraum angemacht habe, aber einfach gefühlt hier nichts funktioniert. Wo war denn Dolores? Boah, Digga, mein Handy ist gerade angegangen. Kurz Angst bekommen. Was ist hier? Hier ist auch nichts, ne? Hier war dieser Mann, der umgebracht wurde. Und hier war gar nichts, ne? Hier war gar nichts, okay. Hier war gar nichts. Und was war hier? Das klemmt. Machen wir auf. Was ist das denn? Das soll doch eine Brechstange sein. Benutzt die doch einfach mal. Da haben wir, glaube ich, auch schon... Ja, okay, da haben wir auch schon rausgenommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir in diesen Spiegeln drin sind, kann uns keiner angreifen. Weil irgendwie kommt die nie, wenn wir in diesem Spiegel drin sind. Alter, wir haben eigentlich noch viel zu tun hier. Wenn ich so überlege... Was ist hier? Hier ist ein Spiegel? Was ist das denn? Waren wir hier schon? Oh, cool, war, Digga. Waren wir hier? Ah, lol, hier waren wir schon. Ah, Digga, da waren wir schon. Okay, 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 ich weiß schon, worum es geht. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier.
Oioioioioi, was passiert? Was passiert? Warum ist das so laut? Warum ist das so laut? Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Dolores! Tabletka, Tabletka, Tabletka! Wichtig! Oh, diese Tabletka sind gut, Digga. Gute Tabletka, Digga. Die schmecken auch. Das ist das Wichtige. Nee, die schmecken nicht! Es muss nicht schmecken, es muss wirken. Das habe ich gelernt von Markus Rühl. Was war denn da? Was war denn da unten? Boah, das weiß ich gerade überhaupt nicht mehr. Was war denn da unten? War das dieses Rätsel? Ah, stimmt, hier waren wir. Oh, Kurwa. Tabletka. Ich glaube, die können doch kommen, wenn wir im Dunkeln sind. Tabletka, wichtig. Und? Richtig. Ja, moin, Digga, meine Mutter ruft mich. Kurze Pause. So, ich bin wieder da, meine Freunde. Wir haben aber ein kleines Klitzekleinchen. Was ist passiert? Mann! Oh, Kurwa. Schon leer. Die Tabletten sind schon leer. Digga, was passiert hier gerade? Ich wollte gerade einfach nur sagen, wir haben ein klitzekleines Problemchen. Ah, Digga, hier läuft's auch nicht, Digga. Keine Glühbirne leuchtet, okay. Ich weiß nicht, wo dieser Raum von Dolores war. Also die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gerade noch im Kopf habe, ist, nochmal nach unten zu gehen. Obwohl, wir haben da schon alles abgeklappert. Ich bin gerade wieder am überlegen, wie kommt man denn nochmal... Ach da, genau, hier lang. Ah, okay, ich hab's wieder. Kurz Blackout gehabt. Aber eigentlich haben wir da alles abgeklappert unten. Eigentlich sind wir da schon... Weiß nicht, keine Ahnung, wir laufen mal einfach durch. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Lucky. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung! Aber Digga, der läuft ja auch echt schnell, ne? Und dann wird er auf einmal wieder so eine Schlaftablette. Jetzt auf einmal wieder so langsam. Das ist ein kleines Wurmloch hier, ne? Ein Wurmloch, Physik, wer aufgepasst hat, weiß Bescheid. So. Ich habe manchmal Angst, dass die einfach hier so einen Jumpscare einbauen. Aber hier waren wir doch schon. Hier links, warte, rechts, ja, Digga, rechts, links, Schwäche. Ah, ne, okay, hier waren wir schon. Ne, hier war gar nichts. Hier war gar nichts. Oh, Tabletki. Wichtig. Wichtig, Tabletki. Oh, fuck, da war noch was drin, Digga. Ich dachte, da ist nichts mehr. Digga, warte, wir schmeißen das mal weg. Digga, das ist so kompliziert mit diesen... mit diesen Tasten. Irgendwie hält mein Feuerzeug auch voll lange, ne? Da waren wir. Da war nichts. Hier ist dieser Ausfluss. In diese, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Wir springen runter, aber gehen nach oben. Ne, hier ist war gar nichts. Ah! Oh, ja! Baby! Maschine! Easy! Da ist der Tee, Digga! Bam! Kein Problem hier. Dolores, hier, kriegst einen Tee. Zack! Digga, labert doch nicht! Digga! Ich brauche beide Hände, damit ich den Tee auffüllen kann. Digga, wen wollt ihr verarschen? Benutze jetzt beide Hände für den Tee, oder was? Also das ist echt dumm in diesem Spiel. Dass du, er kann nur zwei. Okay, klar, mit diesem Vorschlaghammer, okay, aber bei einem Tee? Guck dir mal an, das ist so ein kleiner Teebeutel. So klein. Also für mich ist das groß. Kurwa! Ich hab dir Tee gebracht, Mann. I knew it. Was wusstest du? You damned scoundrel, what bread you're worth. Frech. Ich hab einen Tee gebracht. Ein Chai aus Türkei, Digga. Und die macht so. Die macht Faxen. Die macht einfach Faxen. Was macht die da jetzt? Digga, die packt mich in eine Gefriertruhe oder so. Was ist denn mit der los? Ich bin in einer Gefriertruhe. Dolores. Und zu. Ich bin in einem Ofen. Na komm. Da müssen wir jetzt raus. Kollege, da müssen wir raus. Bam. Hau gegen. Bam. Hau gegen. Bam. Und jetzt ein deftiger Tritt. Boom. Ah, Digga. Boom.
Easy, Digga. Ist das nicht voll einfach von innen? Ist das nicht voll einfach von innen aufzumachen? Warum sollte das denn schwer sein, von innen aufzumachen? Keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein Extra-Ofen. Für Leute, die man einsperrt. Ja! Jetzt haben wir in der Küche auch so ein. Oh fuck, aber wir haben keine Tablettgas. Hä? Ach so, lol. Oh, voll lost, Digga. Ich dachte, wir sind in dieser Küche, in diesem Haus. Ich dachte schon, wir haben jetzt Dings. Aha. Ein Tee. Da ist gar nichts. Mobile Stern. Oh. Kann ich das nicht aufheben? Digga, jetzt habe ich Tabletten genommen. Ey, wollt ihr mich ficken? Wollt ihr mein Arschloch bumsen? Du kannst diesen Gegenstand nicht laden. Warum? Warum? Hä? Ah, jetzt. Jetzt haben wir die Brechstange. Jetzt haben wir die Brechstange. Und jetzt kann ich meinen polnischen Job ausführen. Ganz wichtig. Jetzt weiß ich auch wohin. Jetzt weiß ich auch wohin. Safe nach oben Kompass holen. Dieses Fenster da aufmachen. Safe, safe call. Ach, Digga. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Hallo. Interagieren. So, ab da. Ab da in die Höhe. Ab die, ja moin. Ab die, ich kann nicht mehr. So, und jetzt Safe Call. Safe Call Brechstange. Ah, und wir haben diesen Stern. Das darf ich auch nicht vergessen. Wir haben diesen Stern für das. Für diesen. Achso, lol, wir haben das in der Hand. Wichtig. Haut der das jetzt ein? Haut der jetzt Fenster ein? Ach, Digga, ich wollte schon sagen. Oder. Ja, was macht der denn? Ja, Digga, gut. Ich wollte schon sagen, man muss ja schlau machen. Wenn man einbricht, muss man leise sein. Also, das hätte man mit diesem anderen Gerät auch machen können, oder? Wie nehme ich das jetzt? Hä? Ah, okay, lol. Kann ich immer noch nicht nehmen. Danke dir. Danke für gar nichts. Nimm das doch einfach in die Hand. Digga, was ist denn jetzt das Problem schon wieder? Was ist schon wieder das Problem? Krieg ich das nicht in die Hand, oder was? Ich kann es nicht nehmen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Aber der Kompass zeigt. Ja, wieso kann ich das denn jetzt nicht nehmen? Du kannst was? Ich muss einen Schritt nach hinten machen! Damit ich einen scheiß Kompass aufheben kann. Macht ja natürlich Sinn, ne? Je weiter weg man ist, desto leichter ist etwas aufzunehmen, ne? Weil die Arme werden ja dadurch länger, wenn man einen Schritt zurückgeht. Ist halt einfacher, ne? Das ist ja logisch, wenn man das so sieht. Wir haben einen Kompass. Okay, und wo führt er uns hin? Was haben wir denn noch eigentlich? Was war hier? Digga, diese Spiegel bringen mich echt durcheinander alle, ne? Ne, hier waren wir schon. Warte, wo führt uns denn der Kompass überhaupt hin? Ja, der spielt komplett verrückt, ey. Ich habe echt gerade, warte, wir machen mal lieber Tablettgar in die Hand. Du kannst keine zwei Hand. Digga, jetzt muss ich wieder das hier fallen lassen. Meine Fresse. Meine verkackte Fresse. Was war hier? Hier war gar. Dunkel, 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 gruselig, gruselig. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. So. Man konnte ja noch raus auf diesen Spielplatz, aber ich weiß gerade auch nicht mehr, wie man dahin kam. Und was konnte man noch machen? Hier kommen wir gar nicht raus. Wo war denn dieser Spielplatz nochmal? Ich glaube, der war auf so einer kleinen Treppe irgendwo, ne? Ich glaube, der war auf einer kleinen Treppe. Warte, wir packen uns lieber erstmal Feuerzeug ein. Das ist mir sonst hier zu gefährlich. Haben wir mal hier Licht. Die Brechstange ist jetzt im Lagerraum. Jo, danke dir. Dankeschön. Wieso macht sie das?
Haben wir überlebt? Haben wir überlebt? Oh, fuck, Mann. Wieso hat sie mich angegriffen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich glaube, wir sind richtig. Ja!